Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigt uns Morpheus, der Stahlkäfer, mal wieder, was er so drauf hat. Und das auch noch in einem wunderschönen Panzer, dem E75 auf der Karte Pilsen. Also wenn das nicht genug Gründe sind, zu sagen, ja, darauf habe ich Bock, dann weiß ich es auch nicht. Weil wir einfach einen tollen Damage sehen werden. Und ich den E75 einfach mag. Zwei Gründe, warum wir hier sagen, sollten wir anschauen. Wir sehen, er ist Top-Tier. 9er, 8er, 7er Gefecht und sogar 2 6er Lights, also hier dementsprechend alles geboten. Einzig und allein vielleicht ein bisschen unschön, es sind 3 Artis auf beiden Seiten. Da muss man also einfach ein bisschen aufpassen, was man macht. Aber ich bin mir bei Morpheus recht sicher, dass er da schon einen Plan hat. Wir fahren jetzt erstmal hier durch die erste Fabrik. Jetzt wird ein bisschen gekuschelt und schaut, ob da ein Gegner nämlich kommt. Aber da schaut es aktuell noch sehr ruhig aus. Geduld ist natürlich auch immer ein Thema, gerade hier zu Beginn. Der Gegner ist kaum irgendwo aufgegangen, also noch weiß man ja wirklich nicht, wo, was, wie ist. Und da kommt schon der Erste. Der Oho hat sich hier schön direkt wieder dahinter verkrümelt. Das heißt, hier konnte er den ersten Treffer satt landen und selbst hat er nichts einstecken müssen. So soll das sein. So, der Oho, der versteckt sich hier so ein bisschen. Er konnte treffen, wird getroffen. Jetzt hat er leider den E75 dahinter sich, dass das nicht so ganz einfach macht, da hier entspannt zu manövrieren. Deswegen ziehe sich jetzt hier einfach mal ein bisschen zurück. Fährt jetzt hier den weiteren Bogen. Und jetzt hier auf den Turm. Und da manövriert er gigantisch gut, dass er hier den Oho so treffen kann, ohne dass er sich hier mit dem anderen E75 oder sonstiges irgendwie verkeilt. Alles richtig gemacht. Und jetzt probiert er es auf die gleiche Art und Weise nochmal. Naja, das ist ihm vielleicht diesmal ein bisschen zu doof. Dann macht das halt einfach direkt. Kein Problem. So, was ist jetzt hier noch drin? Der Löwe, der Jagdtiger, der T-37, der vorher beschossen hat, der ist jetzt schon wieder rausgefahren. So. Löwe ist jetzt natürlich auch kein ganz schlechter Gegner, aber so ein E-75, der ist halt einfach ein Monster. Es wird ein bisschen side-gescraped. So, der T-37 probiert es mal wieder. Wird langsam zu einer Schmeißfliege in dieser Runde. Von vorne noch der T-30. Den ignoriert er jetzt mal komplett. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, aber egal. Ne, er nimmt den Jagdtiger. So, und jetzt der T-37 wieder von der Seite. Natürlich muss er auf den T-30 auch immer ein bisschen achten, aber der T-30, der macht gerade nichts Schlimmeres. So, und jetzt kettet er den Jagdtiger. Und ich glaube, um den Jagdtiger, da wird es gleich beendet sein. Aber der T-54 ganz schlecht gemacht, sich da noch von den da zerstören zu lassen. Da im Zweifel einfach ein bisschen zurückstecken, warten, gucken, was der Jagdtiger und auch das Team so macht. Also der Tod vom T-54 war absolut sinnlos. So, der T-37, der haut jetzt ab. T-30 hat geschossen, das heißt, er kann es jetzt hier ausnutzen. Nimmt also den T-30 jetzt raus. 8 zu 9, die Runde ist definitiv noch offen für beide Seiten. 8 zu 10, langsam dreht sich das so ein bisschen. Man sieht auch bei ihm noch 2 Artis am Start. Na klar, voll, aber der T-34 hat kaum mehr Hitpoints. Der hat nur noch 263 und auch der E-75 nur noch 908. Also langsam wird das so ein bisschen ungut für seine Seite. Wobei auch der E-75 recht low ist. Also das ist natürlich alles noch legitim,
Aber die haben halt auch noch so einen Brummer wie einen Waffenträger. Und ein AMX 30 ist auch ein sehr starkes Gerät. T32 auch gut. Also das Ding ist definitiv noch oft. Gegner ist jetzt im Cap. Aktuell steht da ein Panzer drin. Nein, fahrt wohl durch. Sucht die Arti. Auto-Aim. Und jetzt kann der T37 auch endlich mal einen bekommen. Da sieht man der Waffenträger noch rappelvoll. Allerdings AMX 30 recht low. So, der Schuss kommt da in seine Richtung, aber der Waffenträger konnte hier nicht durchschlagen und sie haben ihn jetzt satt gegeben. Also jetzt ist in der Runde gefühlt fast jeder low, außer er selber. Er hat nämlich noch 1400 Struktur und damit kann man schon noch arbeiten. Schade, dass der Snapshot nicht funktioniert hat. Der Waffenträger dürfte jetzt mit dem Schuss genau zerstört werden. Da hat er sich dann doch ein bisschen zu schlecht positioniert und war zu einfach zu beschießen. Sein fünfter Kill. So, und jetzt den E75. Da nimmt er sein großes Reparaturset, um hier schnell die Kette wieder drauf zu bekommen. Und nimmt dann den E75 raus. So, hinten der T34 ist jetzt leider durch. Der T32 ist seines Zeichens noch rappelvoll. Also, da sieht man auch, der Gegner hat noch ein paar Panzer mit Hitpoints. Natürlich ist es also auch so ein bisschen ein Taktikspielchen. Umpositionieren, wissen, wo war der Gegner, wo bin ich. Also, das ist alles noch sehr, sehr offen. So, wo sind die Gegner? Na? Langsam dürfte er aufgehen. Jetzt traut sich natürlich keiner nach vorne oder irgendwo großartig aggressiv nach vorne zu gehen. Weil klar, der Gegner hat einen definitiven Vorteil, was das Thema Manövrierfähigkeit angeht mit dem AMX und auch natürlich dem T37. Na, es kommt einfach kein Gegner daher. Und jetzt schreibt er auch, er sucht jetzt mal, er probiert es mal, dass er hier was aufbekommt, auch für die Arti natürlich. Und da kommt jetzt der T37, aber den kann er rausnehmen. Sehr gut, endlich mal der kleine Nervkörper weg. Der eigene E75 will die ganze Zeit, dass er zurückkommt. Und der sollte sich um die Arti kümmern, beziehungsweise die Arti verteidigen. Leider konnte jetzt der AMX mal hier den E75 klären.
klären. Und jetzt ist die RT-1&1 alleine gegen den AMX. Und da ist der T-32. Das heißt, jetzt weiß natürlich jeder, wo ist jeder andere Gegner. Also jetzt hat sich jeder gesehen, bis auf die gegnerische Art, die darf man auch nicht ganz vergessen. Und hier, oh, schön aus der Fahrt. Super Treffer, ganz wichtig auch natürlich. Leider hier kein Kill durch ihn, aber die Arti denkt sich, da mache ich es halt selber und nimmt hier den AMX raus. Sehr gut. T32 haut da schon ab. Jetzt der T32 natürlich hier drauf fahren und auch nochmal den Rammschaden suchen. So, die A, die hat hier versemmelt und er hat nachgeladen und kann jetzt den T32 rausnehmen. Und jetzt ist lediglich die Frage, wo ist die Arti? So, und jetzt braucht er nur noch die Art und er kann hier die Runde für sich und sein Team klären. Die Radley Walters, die hat er auf jeden Fall schon mal safe. Und jetzt sagt er auch, ja, ich werde es auf Watch Replays hochladen. Und hat er auch gemacht, sonst hätte er es mir ja nicht zukommen lassen können. Diese Art, die Suche ist dann auch immer noch mal so ein bisschen anstrengend, weil, na klar, jetzt hat er noch viel Hitpoints, aber man weiß es ja nie. Natürlich ist jetzt die M12 jetzt nicht dafür bekannt, ein E75 zu one-shotten, aber man weiß, man steckt nie bei dem Thema Artis drin und am Schluss kommt es anders und zweitens als man denkt, oder wie sagt man so schön, also von dem her ein bisschen Druck ist da immer noch und außerdem kommt es auch noch die Zeit daher. Er schreibt jetzt auch mal, dass die Arti cappen soll. Und das würde vom Zeitpunkt her gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, entweder beide schnell in Cap oder man findet die Arti noch. Ansonsten läuft sie auf einen Unentschieden heraus und das wäre natürlich für alle doof. Aber jetzt ist hier die Arti offen, jetzt wissen sie, wo ist sie. Arti wollte da noch abhauen, aber in dem Fall bekommen sie sie. Und die Runde ist gewonnen. 9. Kill, feine Runde, über 7000 Schaden mit einem geilen Panzer. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.